Nürnberg im Juni 2016. Der Kongress Medizin Innovativ MedTech Summit 2016 lockte auch in diesem Jahr wieder Mediziner und Experten der Medizintechnikbranche aus der ganzen Welt in die bayerische Metropole. Über 1000 Teilnehmer verwandelten den zweitägigen Kongress mit angrenzender Fachausstellung in einen der wichtigsten europäischen Treffpunkte für die Medizintechnik. Unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Nährlich, dem Vorstandsvorsitzenden des Forum MedTech Pharma, bot der Kongress tiefe Einblicke in die aktuellen Trendthemen der Branche. Wie wichtig die Medizintechnik dabei für den Hightech-Standort Deutschland und insbesondere Bayern ist, wurde auch bei den Vorträgen der Referenten aus der Politik, sowohl aus Berlin als auch aus München, deutlich. Das ist ein sehr guter Lauf, was das Thema Medizintechnik angeht, für ganz Bayern, aber insbesondere natürlich für Franken. Ich denke speziell an die Region Nürnberg-Erlangen. Hier sind wir bestens aufgestellt. Insgesamt in Bayern rund 1000 Unternehmen, 80.000 Mitarbeiter und eine Wertschöpfung von 15 Milliarden Euro. Das kann sich sehen lassen. Wir spielen, was Medizintechnik angeht, in der Champions League. Es gibt natürlich auch Veränderungen, denen sich diese Branche ausgesetzt sieht. Und meine politische Aufgabe ist es eben, die Branche dabei auch zu unterstützen. Und am Ende geht es ja immer darum, dass wir wollen, dass aus diesen guten Ideen, die es gibt, dann auch wirklich marktfähige Produkte werden, also Innovationen entstehen, aber vor allem diese Innovationen dann auch bei den Patientinnen und Patienten ankommen, um dort bessere Therapiemethoden, bessere Diagnosen anzustellen und betroffenen Menschen auch wirklich zu helfen. Und welche Auswirkungen diese Ziele auf die Forschung und die Wirtschaft haben, erklärte uns gleich im Anschluss an die Pressekonferenz Dr. Bernd Montag von Siemens. Das ganz große Thema ist, dass wir das Gesundheitswesen effizienter machen müssen. Und was heißt in Gesundheitssprache bessere Outcomes zu niedrigeren Kosten? Und jede Technologie, die das unterstützt, ist eine, die hilft. Aus meiner Sicht sind die wesentlichen Themen frühere Diagnostik, präzisere Diagnostik und dann speziell, wenn es um die Therapie geht, eine personalisierte Therapie zu ermöglichen und eine minimalinvasive Therapie zu ermöglichen. In der Fachausstellung haben wir uns umgesehen und mit einigen der Aussteller über ihre Produktinnovationen gesprochen. Dass die Digitalisierung und Vernetzung von Daten und Informationsströmen eine immer wichtigere Rolle einnimmt, war deutlich zu spüren. Aber auch das Netzwerk zwischen Forschung, Lehre, Wirtschaft und Politik scheint eine Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg zu sein. Mittlerweile gibt es auch für mittelständische Unternehmen die Herausforderung, Innovation schnell voranzutreiben und suchen jetzt genau diese Disziplinen, die es ihnen ermöglichen, diese Innovation auf den Markt unterzubringen. Und genau das ist das, was wir heute immer mehr spüren und dass man mehr in Netzwerken arbeiten muss als in eigenem Umfeld. Wir vernetzen alles, alle Geräte, medizintechnischen Geräte, Geräte auch zu Hause. Das ist die Idee, dass wir den gesamten Gesundheitsbereich von der Vorsorge über Krankenhausaufenthalte, Pflege, Nachsorge in ein Gesamtkonzept zusammenbringen. Ein wichtiger Trend und das ist auch der Grund, warum wir da sind mit der neuen Technologie, ist ganz klar die erweiterte Diagnostik. In dem Fall bieten wir ein optisches Tracking-System an, mit dem das genau möglich ist, indem wir zusätzliche Dimensionen in die Diagnostik bringen, mehr Informationen, erleichterte Diagnostik machen können. Wir als Airbus haben für die Logistik bei Airbus ein digitales Warenausgabesystem zusammen mit einem österreichischen Mittelständler entwickelt, von dem wir glauben, dass es in der Medizintechnik eine durchaus große Hilfe sein kann, hier speziell bei der Medikamentenausgabe auf den Krankenhausstationen. Man sieht ganz klar, dass immer mehr Sensorik in die Medizintechnik reinkommt, im Hinblick auf Digitalisierung vor allem, Aufnahme von Daten und dann natürlich, um aus medizinischen Geräten Smart Systems zu machen, die sogar über eine gewisse eigene Intelligenz verfügen. Eines der Highlights des diesjährigen Kongresses war die Ankündigung der Veranstalter, ab dem Jahre 2017 in einen jährlichen Turnus zu wechseln und die Fachausstellung gleich in eine ganze Messe zu verwandeln. Wir haben einen strategischen Partner gefunden, bei dem wir in der Lokalität schon alle Jahre vorher waren, sehr gut zusammengearbeitet. Es ist die Nürnberg-Messe, die zusammen mit uns ein neues Format entwickelt. Ab nächsten Jahr wird jährlich unser Kongress mit Begleitevents stattfinden und dazu wird die Nürnberg-Messe, die MT Connect, ebenfalls jährlich durchführen. Die Ausstellung war immer ausgebucht, wir hatten Wartelisten und um das wachsen lassen zu können, brauchen wir eben einen starken und professionellen Partner und ich denke, den haben wir gefunden.
gerade so an der Schwelle zum Zeitalter des Digital Health muss es auch darum gehen, sich um Prophylaxe, um Vorbeugung mehr zu kümmern. Und das heißt, das digitale Thema im Alltag dann auch der Menschen, die Alltagsgesundheitsprävention wird auch eine starke Rolle spielen. Damit sind wir tatsächlich auch mit dem Anspruch jetzt natürlich angetreten, mit diesem neuen Messekonzept Innovationsführer ein Stück weit auch bei den Inhalten zu werden. Der abendliche Staatsempfang der bayerischen Landesregierung fand hoch über den Dächern Nürnbergs in der weltberühmten Kaiserburg statt und bot geladenen Gästen eine weitere Gelegenheit zum Netzwerken und Kontakte schließen. Und sich zu verabreden für das kommende Jahr. Denn der Termin für die neue Messe MT Connect mit angeschlossenem MedTech Summit steht jetzt bereits fest.